Lange Schlangen gab es am Freitagnachmittag in der Bremer Innenstadt in der Buchhandlung Thalia. Die Fans von Bud Spencer oder bürgerlich Carlo Pedersoli warteten gespannt auf ihr Idol. Um kurz nach vier war es dann soweit. Der gebürtige Neapolitaner präsentierte gut gelaunt seine Autobiografie »Mein Leben, meine Filme« und signierte sie gleich mehreren hundert Fans. 30 Jahre drauf gewartet und viel zu kurz, aber ein Erlebnis, das ist schon, muss man mitgekriegt haben. Unglaublich, geht natürlich sehr schnell, weil hier möglichst viele Leute nun ein Autogramm bekommen wollen, aber ist natürlich toll, mal seinen Helden der Kindheit persönlich gegenüberstehen zu können. Ich fand die Filme einfach toll und ich finde es klasse, dass so eine Kultfigur jetzt nach Bremen kommt und ich war um kurz vor zwei hier und ja. Nur die wenigsten hatten so viel Zeit mit ihm wie dieses kleine Mädchen. Da der Andrang riesig war, musste es schnell gehen. Der Star selbst gab sich bescheiden. Ich habe im Leben nie etwas erwartet. Ich wollte nicht einmal Schauspieler werden. Das ist einfach passiert. Trotzdem ist seine Popularität in Deutschland immer noch ungebrochen. Wohl auch deshalb, weil viele mit seinen Filmen aufgewachsen sind. Alle Filme, alle. Also ich weiß nicht, seit ich 10, 11 oder so war, habe ich die gesehen und dann, die werden ja immer mal wiederholt. Also ist schon toll, den mal zu sehen. Ich bin 75 geboren und bin halt in meiner Kindheit damit aufgewachsen natürlich, ganz klar. Wohl auch deshalb kennt sich Bud Spencer in Deutschland bestens aus. Bremen, Hamburgo, Essen, Krefeld, Gelsenkirchen, Frankfurt. Nach zwei Stunden war es dann auch vorbei und der alternde Star zog sich zurück. Schließlich dürfte sein Terminkalender im Moment mehr als voll sein.